Gesetzlich hat jeder Mensch in Deutschland Anspruch auf medizinische Versorgung. Somit auch Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind. Für sie greifen die Paragraphen 1, 4 und 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Das heißt, Menschen, die nicht für die Arztbehandlung zahlen können, werden im Rahmen einer Grundversorgung unterstützt. Wo und in welchem Umfang man als Geflüchteter in Hamburg medizinische Versorgung erhalten kann und was man dabei beachten sollte, wird im folgenden Clip erklärt. In Hamburg leben seit Januar 2016 offiziell über 20.000 geflüchtete Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen. Um dort die medizinische Versorgung sicherzustellen, wurden vor Ort Hausarztpraxen eingerichtet, die für alle, also für Frauen, Männer und Kinder, allgemeinmedizinische Sprechstunden anbieten. In diesen Praxen bekommen alle Geflüchteten Hilfe, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus und für sie kostenlos. Wir begleiten Mustafa Fahimi in die Erstaufnahme Wilhelmsburg. Dort gibt der Arzt regelmäßig Sprechstunden. Hauptsächlich haben wir hier syrische oder afghanische Patienten. Und es gibt eine Liste, wo die Patienten sich nach einer Reihenfolge eintragen. Der Wachmann wird diese Liste hier auslegen und jeder kann dann mit seiner Identifikationskarte sich dort eintragen lassen. Nach dem Motto First Come, First Serve. In Deutschland ist es üblich, sich beim Arzt einen Termin geben zu lassen. Entweder telefonisch oder durch Anmeldung an der Rezeption. Als Patient muss man so lange warten, bis man aufgerufen wird. Das ist unser Arztzimmer hier. Hier sitzt die ärztliche Assistenz, meistens eine Arzthelferin oder eine Krankenschwester. Und auf diesen beiden Stühlen dürfen dann die Patienten Platz nehmen. Des Weiteren kann natürlich immer ein Dolmetscher dabei sein, je nachdem, welche Sprache wir haben. Und zwei Hocker, jeweils für den Arzt oder vielleicht für jemanden, der in der Ausbildung ist. Bei körperlichen Beschwerden ist der Camparzt die erste Anlaufstelle. Wir kommen mit Halsschmerzen, Husten und Auswurf. Und des Weiteren haben auch die meisten Patienten Schwierigkeiten mit dem Magen. Bereits vorbestehend, aber natürlich auch unter den Stressbedingungen häufig auch erst jetzt neu entstanden. Viele haben nicht so gute Zähne, das heißt, sie kommen mit akuten Zahnschmerzen. Und ansonsten möchten natürlich viele auch, die dann etwas älter sind, ihren Blutdruck oder ihren Zucker kontrolliert haben. Damit Ärzte schnell helfen können, ist es wichtig, dass die Patienten genau zeigen und erklären, welche Probleme und Schmerzen sie haben. Zusätzlich helfen in den Erstaufnahmepraxen eigentlich auch immer Dolmetscher bei der Verständigung. Sie werden wie die Ärzte zu den Sprechstunden einbestellt. Der Untersuchungsstand wird anschließend in einer Kartei festgehalten. Später, sollte der Patient verlegt werden, kann die Akte für den nächsten Arzt mitgegeben werden. Sie müssen Ihre Identifikationskarte dabei haben. Daran kann man schon sehen, welchen Versicherungsstatus Sie haben. Und natürlich können wir auch schneller dann die Karteikarte finden, falls Sie schon mal hier waren. Und dann brauchen Sie natürlich Ihre ärztlichen Briefe, wenn Sie vorher schon mal in einem Krankenhaus waren oder irgendwo anders behandelt worden sind. Wichtig ist also, dass die Patienten ihre medizinischen Dokumente aufbewahren und mitbringen. Dazu gehören neben dem Impfpass, der Mutterpass, die Krankenakte oder auch Röntgenbilder. Hier haben wir unseren Medikamentenschrank, wo wir eben alle Medikamente für Bagatellerkrankungen und Verbandsmaterial vorfinden können. Das heißt, wer zum Beispiel Fieber hat, bekommt beim Camparzt direkt Medikamente. Für chronisch Kranke wie Herzpatienten oder Diabetiker werden die Medikamente bestellt. Wichtig ist jedoch, rechtzeitig zum Arzt zu gehen, denn eine Bestellung kann bis zu 7 Tage dauern. Zusätzlich gilt eine Sonderregelung. Wenn das wirklich eine akute, schwere Erkrankung ist, wo der Patient ins Krankenhaus muss, dann kann ich direkt den Patienten ins Krankenhaus überweisen mit einem Einweisungsschein oder einem 24-Stunden-Behandlungsschein. Das heißt, in einem Notfall wird der Patient direkt in ein Krankenhaus gebracht und es wird sich weiter um ihn gekümmert. Wenn es sich allerdings um eine Weiterbehandlung, zum Beispiel beim Facharzt, handelt, die über eine Basisversorgung hinausgeht, muss sich der Patient eine Erlaubnis dafür holen. Erst dann übernimmt der Staat die Kosten. Zwar wurde in Hamburg auch für geflüchtete Menschen die elektronische Gesundheitskarte, kurz EGK, eingeführt, die den Genehmigungsprozess ersetzen soll. Bis die Karte zugestellt wird, können aber Monate vergehen. So lange müssen die Patienten sich den Besuch beim Facharzt bewilligen lassen. Als Beispiel: Wenn der Patient ohne EGK einen Facharzt besuchen muss, benötigt er zunächst von seinem Camparzt ein Schreiben, dass eine Notwendigkeit für die Weiterbehandlung vorliegt. Im zweiten Schritt vereinbart das Sozialmanagement einen Termin für ihn. Je nach Dringlichkeit kann es zu Wochen oder Monaten Wartezeit kommen. Zuletzt bekommt der Patient noch einen Behandlungsschein, der die Kostenübernahme bestätigt. Wenn er all das beisammen hat, kann er zum Facharzt gehen. Weil das nicht nur aufwendig klingt, sondern auch ist, hat Hamburg die EGK eingeführt. Mit dieser kann der Camparzt den Patienten direkt an einen Facharzt oder ins Krankenhaus überweisen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Patient sich seinen Arzt selbst aussuchen kann. Oder auch, dass ihm der Arzt Rezepte aushändigen kann, für die er in der Apotheke Medikamente bekommt. Das klingt gut, aber bekommt jeder die Gesundheitskarte und wie erhalte ich sie überhaupt? Um die Fragen zu beantworten, bekommen wir Besuch von Dr. Nießen, dem Leiter des Gesundheitsamts Altona. Eine Gesundheitskarte bekommt derjenige Flüchtling, der eben hier in Hamburg bleibt, nach ausländerrechtlichen Registrierung. Wenn er woanders hin muss, in ein anderes Bundesland, bekommt er in Hamburg keine Gesundheitskarte. Es braucht circa 4 bis 5 Monate nach Ankommen hier in Hamburg, bis ein Flüchtling die Gesundheitskarte bekommt. Das heißt, sobald der Geflüchtete in Hamburg Asyl beantragt und nach dem Königsteiner Schlüssel hier bleiben darf, wird für ihn automatisch von der Sozialbehörde ein Antrag auf eine elektronische Gesundheitskarte gestellt. Damit wird er im Versicherungssystem Deutschlands aufgenommen. Es ist leichter, mit der Gesundheitskarte dann das Gesundheitssystem zu nutzen. Das ist richtig. Aber damit diese Wartezeit überbrückt wird und nicht jemand ohne Hilfe bleibt, ohne medizinische Hilfe, haben wir eben diese besondere Regelung in den Erstaufnahmeeinrichtungen geschaffen, dass jeder Flüchtling, der hier hinkommt, auch sich medizinisch versorgen lassen kann. Also es ist eine Überbrückungsmöglichkeit bis zur Gesundheitskarte. Und warum der ganze Aufwand mit der Gesundheitskarte? Weil in Deutschland der Umfang der medizinischen Versorgung vom Versicherungsstatus der Person abhängig ist. Alle Bürger in Deutschland sind pflichtversichert und zahlen monatliche Beiträge an Krankenkassen. Durch die Mitgliedsbeiträge zahlen sie nicht direkt beim Arzt. Wer für die Beiträge der Krankenkasse nicht aufkommen kann, wird vom Staat unterstützt. Der Staat garantiert auch mittellosen Menschen medizinische Versorgung. Zumindest in dem Umfang, dass ihr Gesundheitszustand erhalten bleibt. Im Notfall gelten darüber hinaus Sonderregeln. In einer Notsituation wird jedem Menschen vollumfänglich geholfen. Das heißt, ob mit oder ohne Gesundheitskarte, ob mit gültigem Aufenthaltstitel oder nicht, bei Atemnot, Schwindel, Schmerzen in der Brust oder im Bauch, Verletzungen, offenen Wunden oder starken Schmerzen bekommt jeder die Hilfe, die er benötigt, ob im Krankenhaus oder beim Facharzt.